Viele Liebesgeschichten orientieren sich an Märchen und der Idealvorstellung von Liebe und Beziehung. Auch unsere Geschichte tut das in gewissen Aspekten. Bitte begrüßen Sie ihn mit einem herzlichen Applaus, Mr. Christian Grey. Anna ist so einem Mann noch nie begegnet. Sie hat noch nie so viele teure Dinge gesehen, die sie natürlich beeindrucken. Christian Grey ist ein sehr mächtiger Mann, besitzt einen ganzen Fuhrpark. Wer ist Anna? Alle. Ein Segelflugzeug, einen Helikopter und all die Dinge, die normale Menschen nicht besitzen. 224, Charlie Tango, bereit zum Start. Verstanden, Charlie Tango. Das erinnert an James Bond, diese Kindheitsfantasie, solche Dinge zu besitzen. In so einer Welt zu leben, macht ohne Frage attraktiv. Wenn er mit ihr in seinem Helikopter fliegt oder morgens neue Kleidung für sie bereitlegt, das sieht hübsch aus. Ist das ebenso aufmerksam wie dekadent. Oh mein Gott, die sind unglaublich. Diese Erstausgaben, die kann ich nicht annehmen, ich muss sie zurückschicken. Und all die anderen Geschenke sind wichtig. Eine Unterschrift. Sie sind wunderschön und überwältigend, und doch sind sie bedeutungslos, wenn die Beziehung nicht funktioniert. Sind Sie bereit? Und? Ja, na los. Ausklinken. Natürlich würde jeder die Dinge genießen, die Christian Anna schenkt, wie in einem Segelflugzeug zu fliegen. Aber es geht nicht darum, wie reich er ist oder welch dekadenten Lifestyle er lebt. Es geht darum, dass keiner von beiden je einen Menschen so geliebt hat, wie sie sich lieben. Wo bist du nur gewesen? Ich habe gewartet.